Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Greedfall. Ich hatte gerade, wir sind ja hierher gereist, dann wollte ich auf die Map gucken, habe außerdem mit Kurt geredet und ich habe gerade jetzt ein Date mit ihm festgemacht. Das nächste Mal, wenn wir allerdings zu Hause sind, jetzt wird's hell, jetzt können wir uns diesen Ort hier komplett mal erkunden. Bin mal echt gespannt, was es hier so gibt, was hier so los ist. Wow, habt ihr gesehen, wie toll ich dran vorbeigehauen habe? Wow. Wie, ihr seht mich gleich. Hä? Wir kämpfen. So. Macht euch mal weg hier. Danke. Danke. Fossil im Bernstein. Okay. Was haben wir denn hier? Hier ist eine alte verlassene Hütte. Und Eisen. So, ich würde gern den hier noch mitnehmen. Eine Schuppe. Okay, das war der erste Weg. Den zweiten nehmen wir jetzt mit dem geradeaus laufen. Oha, was ist er denn hier? Fuchs. Krokodile. Okay. Aber, okay. Erstmal einfrieren. Au! So, Spezialattacke drauf, dass wir gleich ein bisschen mehr Damage haben. Okay, Krokodile hatten wir bisher noch nicht. Geben aber denselben Schmu wie alle. Was bist du für einer? Sind hier auch noch ein Lager von uns? Oder von irgendeiner Fraktion? Ich hätte jetzt echt gedacht, wir sind so weit abgeschieden hier. Wir sind hier sau viele Viecher, ey. Ich halte mich jetzt hier erstmal links. Cool ist, dass ich mit dem mit diesem Langschwert hier auch teilweise zwei Treffer. Plündern. Es sieht hier schon wunderschön und idyllisch aus. Hallo Hirsch. Du bist gefährlich. Was habe ich hier? Roheisen. Das sah so rosa aus. Meine Fresse, wie viele Viecher sind hier denn? Oh, verdammt. Die Giftteile. Mensch. Ich will dich nur erschießen. Dich versteinern. Okay, du bist schon tot. Warum gibt es hier so viel Metalle? Okay, hier geht es irgendwo weiter. Ach hier, ja. Ich weiß nicht, wollen wir uns jetzt weiter links halten? Ja, wir halten uns jetzt erstmal links. Gucken mal, was dieses Landchen hier noch für uns so bereithält. Lagerbereich. Na, das ist doch schon mal was. Lager, Lager, Lager.
Okay, zwei sind hier. Und hier ist das Dorf. Guck mal, hier ist schon wieder Metall. TF, warum ist denn hier so viel? Hier ist ein Reisepunkt, aber hier sind auch noch halt vier Punkte. Eins davon ist auf jeden Fall noch ein Schlafplatz. Eins wahrscheinlich eine Höhle. Venture. Darf ich auch was davon haben? Danke. Erstmal nehmen, dann fragen. Hallo. Spricht hier irgendeiner mit mir? Zumindest greift mich keiner einfach so an. Ich möchte hier erstmal mich umgucken. Okay, hier ist noch irgendein Altar von ihnen. Sieht sehr schön hier aus. Guck mal hier. Stehen und angeln. Und da hinten ist ein Schatz. Auch noch ein Altar, mit dem konnte ich auch sprechen. Aber erstmal gucken wir uns das hier an. Wow, hat sich total gelohnt. Hallo. What does your island look like? It must be very unsightly for you all to come here. Weiß ich gar nicht. Unsere Insel durfte ich nie erkunden. So, hier oben wollte doch einer mit mir sprechen. Guten Tag, junge Frau. Bertiertumad. It is rare to see Renaixe here. Is there something I can do for you? Und aber auch alle immer sehr freundlich. Fragen des Dorfes so. What can you tell me about your village? Wenshevar is a place of peace and meditation. The troubles with Renaixe are far from here. We weave feathers and we do not interfere with the problems on the plains. It seems strange that one of your own became High King. It was because of his wisdom that he was chosen, in a time where those from the faraway islands were not yet here. Anything else? Na klar, wir wollen immer mehr wissen. Der Hochkönig. You must know the High King, Vinbar. What can you tell me about him? He was one of the greatest Donegada, wise amongst the wise. But the arrival of the Renaixe troubled him. He was afraid that you would be like the people of the sea. He traveled the island far and wide, sought the other kings and queens, and consulted the other Donegada. And then he spent more and more time speaking with Enonmil Frichtimen. He moved away from us until we hardly saw him at all. Anything else? Ja, das ist ja. Wer steht ihm denn nahe? I'm looking for High King Vinbar. I know that he disappeared after having visited the heart of the island. But someone here in his village might know where he went after that. If anyone knows, it would be Sera. But you will not find her here. Anything else? Ja, hier war noch Sera mit bei, ne? Da. You seem to be close to Sera. Could you tell me about her? She is my friend. She is a great warrior, one of the village's greatest protectors. But her love for Vinbar is stronger than our friendship, and stronger than her duties to the village. I am afraid for her, Renaixe. Afraid of what she might do in order not to lose him, because she is untamable. And when she makes her mind about something, she does not change it. Anything else? Ja, aber wie sollen wir das denn nach Seras Abwesenheit fragen? Do you know where I could find Sera? She left to follow Vinbar. She wanted the mountains to take her as well. What do you mean? I don't know if Renaixe could understand. Our High King is on Olmenawi, and a Donegad. His bond with the mountain is very strong. Even stronger now that he speaks with the Enonmil Frichtimen. Sera knew that the mountain would take him back, and she wanted the mountain to take her as well. She went to attempt to bond herself to it. She sought the cavern of knowledge,
We haven't seen her since. She might have succeeded. Anything else? Dann suchen wir auch mal die Höhle. Achso, da stand. Wir konnten noch fragen, wo die Höhle ist, ne? Machen wir nochmal schnell. Wo ist denn die Höhle? Where is this cavern of knowledge located? We don't know. The caverns of knowledge are the concern of the Donegada. Anything else? Ja, gut. Das hätten wir uns dann auch sparen können, ne? Wenn sie es nicht weiß. Mit zwei Goldmünzen oder sowas, was du findest, ist halt echt wenig, ne? Okay, den haben wir. Da vorne können wir noch. Hier ist ein Reisepunkt. Winbars Wohnsitz. Vielleicht könnten wir bei ihm zu Hause auch mal reingucken. Ich weiß aber nicht, wie gut diese Idee ist, bei ihm reinzuschauen. Ist schon wieder draußen, ne? Was ist hier oben? Ja, er nicht, aber er. Hi. Birt Tiltomad on Almanawi. Esqueto. Hello. I'm sorry, but I do not speak your language. Leider, ich würde reden können. Then you are a Renaigse. I have never met one with the bond. Might I do something for you? Wer steht denn dem König nahe? I am looking to find Vinbar, the High King of Tirfredi. And I was told that he was born in this village. He disappeared after visiting the heart of the island. But I was hoping someone here might know where he is hiding. You should speak with Sarah. She is the companion of our king. Where might I find her? I do not know. She left the village and I have not seen her in several days. Anything else? Ah, nach der Höhle des Wissens. Talk about a cavern of knowledge. It is a place where the Donegada go. Within the earth. They hear the voices of those that went before them. And they learn. There are some on Tirfredi. The closest to our village is found to the northeast of here. But the entrance is sealed, hidden. It is a sacred place. A place for only the Donegada. Anything else? Ja, das dürfen wir auch. Da dürfen wir rein. Okay. Wir haben herausgefunden, dass sie da ist. Nord, Ost, dahin. Okay. Na, dann gucken wir uns mal den Rest an. So ein bisschen was wird uns die ja hier noch zur Verfügung stellen, die Insel. Ist auch noch ein Stückchen Platz. Okay. Was ist das hier für ein Ort? Ah, das, wir sind jetzt bei Vinbar. Okay. Plünder dich aus, mein Guter. Er hat eine Lasertunika. Auch nichts, was uns irgendwie helfen würde, ne? Geh jetzt nicht nochmal rein. Okay, schade. Nichts, was uns hilft. Dann gehen wir jetzt da vorne lang und dann links. Gucken mal, ob wir da noch irgendwie rechts dann wieder rumkommen oder ob das nur der Weg zu einem noch neuen Gebiet ist. Okay, wir kommen da auf jeden Fall scheinbar nochmal rechts rum. Aber das wird irgendein neues Gebiet nochmal sein. Au. Putz. Okay, weiter geht's. Hier ist das Gebiet zum Reisen. Ich würde ja gerne mal wissen, wo es hingeht, aber das erfahren wir dann wahrscheinlich noch. Das geht nicht zu irgendeinem bekannten Gebiet, würde ich jetzt behaupten wollen. Okay, was haben wir hier? Uah, schlafende Viecher. Okay. Ah, hier oben kann man rüber balancieren.
Mit Stärke, die wir ja auch geskillt haben. So, und haben hier auch nichts wirklich Großartiges. Okay. Nehmen wir die beiden halt noch mit für den Weg. Aber hier ist noch eine verlassene Hütte. Hier sind überall noch verlassene Hütten. Fähigkeiten, Alter. Wir müssen nach da, aber den will ich mir gern holen. Wo haben wir ihn denn? Hier summt's doch. Dankeschön. Da fehlt mir auch noch. Fehlte mir da noch irgendwo einer? Ich weiß es gar nicht so. So. Jetzt gehen wir. Ja, wir gehen den Ort hier mal zu Ende. Den Gang. Auf jeden Fall ist da oben schon wieder was zum Drüberlaufen. Wow, du bist die Kurve gerannt. Hilfe, wo bin ich? Wo ist der Gegner? Ich sehe nichts. Ja, ich möglich, aber ich kann mich nicht wirklich viel bewegen. Anders? Ja. Oh. Das war eben komisch so da. Halt eingebackt in der Wand. Eisen auch noch. Loot über Loot. So. Hier kommen wir hoch. Und können damit hier wieder rüber gehen. Müssen uns damit nicht unten durchkämpfen. Ob das jetzt so viel besser ist? Hier kann man runter. Achso, falls man hier nicht springen kann. Oh, schönes Örtchen hier. Aber das ist so ein gutes Versteck. Warum gibt es hier nur so einen Rotz in den Truhen? Erst recht, ich brauche hier was? Stärke Level 2. Kriegst nur so einen Müll. Mann, ey. Ist das ein Suchort hier? Nee. Was haben wir hier? Nachricht von einem Mitglied von Professor Stahl. Oh. Okay. Wieder sowas über ein Nadaik. Ja, ich würde sagen, dass es wohl noch gesperrt ist. Kann ich hier irgendwas aktivieren? Ne. Scheinbar nicht. Gut. Also geht's weiter. Würde heute gerne noch wenigstens an der Hülle des Wissens ankommen. Stückchen ist es noch bis dahin. Ich glaube, wir haben noch zwei Fragezeichen auf dem Weg. Die natürlich auch mitnehmen möchte. Genau, geradezu. Und dann da link. Oh, hier wird auch noch ein großes. Zwei Fragezeichen und die Höhle, ja. Ih, das sind viele. Ah, ich habe ja die andere Fähigkeit noch gar nicht. Diesen Sturm. Aber die gehen hier. Was geben die alle? Bestien Essenz, Leder, Bestien Essenz, Leder, Bestien Essenz, Leder. Okay. Das lassen wir liegen. Und das nehmen wir mal mit. Kick hier davon für mich persönlich eindeutig zu viel. In die Richtung wollen wir nicht. Das ist Lager. Okay, da vorne schlafen schon wieder Viecher. Okay. Wir wollen darum. Sieht auch aus wie Eisen, so ein Vorrat, ne? Aber der scheint leer zu sein.
Ich meine, wenn sie mich in Ruhe durchlassen, dann lasse ich die da auch liegen. Ich muss die ja nicht unbedingt töten. Komme ich nicht rüber? Nee. Oh, reicht schon, wenn die hier sind, ne? Ich habe mich hier schon wieder in eine prekäre Situation gebracht. Und Kopf ab! Ist gereicht fürs Level? Nein. Schade, Level-Up steht ganz kurz davor. Oben rechts ist kaum noch schwarzer Balken zu sehen. Aber es werden hier wahrscheinlich noch ein paar kommen. Das sieht halt echt schön aus. Kann ich hier rein? Ne. Vielleicht kann man den Fluss ein bisschen langlaufen. Und was Schönes zu finden. Oh, kurz ein Blickerchen auf die Karte riskieren. Okay, hier ist nochmal ein extra Gebiet, aber wir laufen schon mal richtig. Halt, Eisen. Schlimmste, was jetzt passieren kann, ich komme irgendwo hin und bin überladen. Ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal verkauft habe. Okay. Und ein Lager. Und da vorne ist die Höhle des Wissens. Die dann aber, meine lieben Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst da gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Alle vier.